Ah, da bin ich auch irgendwo hier runter, ne? Oh. Ja, ja, ich bin nicht da. Hey, das war voll knapp. So, Deli. Und ansonsten, du Sergio, wie war euer Wochenende? So, das war jetzt hier. Dietrich Gold, den da. Tschüss und weg. Ich muss da hoch. Darüber. Tagebuch. Reicht der den hier auch noch an oder was? Ich kapier's gerade nicht. War chillig im Philbio TV. So, aber ich hau mich mal, ich hau mal ab, muss morgen wieder arschfrüh raus. Euch viel Spaß noch. Tschö. Alles klar, Kelly Killer, aber dann musst du morgen früh raus. Vor allem arschfrüh. Tempel der Himmelszuflucht, da muss ich hin. Und morgen guten Start in die Woche, by the way. So, wir müssen nach Westen. Dann nicht jetzt mal, ich gehe dahin, wo ich hin muss. Viel Breath of the Wild. Eieiei. Spätestens 7.30 Uhr, das ist nicht arschfrüh, das ist normale Zeit als ITler. Du musst schon sagen, stellenweise Kelly Killer, du bist du schon sehr verwöhnt, ne? Ja, das ist das Ding. Aber gut, Nächtle, schlaf gut. Ja, ich würde mal sagen, jetzt bräuchten wir Lydia, ne? Oh. Flammenhammer. Wir speichern erstmal. Zerstörung ein bisschen leveln. Oh, wow. Ah, das ist Lydia. Lydia, Entschuldigung. Behalten, die Pfeile nehme ich mit. Die Pfeile nehme ich mit. Au!
das ist hier. So, der ist auch tot. Ach, really? Ach, Scheiße. Blutdrache. So, Zwergenpfeil, Dornenherz. Was ist das? Bring euch um, wenn ich es muss. So, ich glaube, das ist der Drache, wo wir danach festgestellt haben. Oh. Wo ist er denn? Los, komm her. Ey, komm wieder runter hier, du Sack. Oh, jetzt ist Drachenzeit. Komm, geh kaputt. Oh, Mann. Und Urmeli, vielen Dank für 3840 Bambams. Es ist noch nicht vorbei. Bringen wir es hinter uns. Ab, Katze. Sag mal, wo ist denn der jetzt? Haben wir wieder eine Drachenseele. So, Drachenknochen, Schuppen. Fuß! Hoppala. So, wahrscheinlich stellen wir jetzt fest, die ist tot und beladen wieder. Also er lebt noch. Ja, da kommt sie. Oh. Führt uns zum Tempel der Himmelszuflucht. Sagen die so leicht? So, Lydia, bevor du da eventuell nachher wieder nicht mit reingehst. Ich gebe euch Deckung. Weil ich natürlich jetzt vorher daran denke. Wird sie mit reingehen? Vier Kilo. So. Ich hier irgendwas Schweres?
Dann mal los. So. Jetzt müssen wir da rein. Dann wollen wir nun mal. So, vorher ganz kurz trinken. Ich sagte ganz kurz trinken. Könnt ihr mal da bleiben jetzt, Säckel? Nee, wollen sie nicht. Eieiei. Übrigens, Lucerio, hast du schon neue Community Goal gelesen? Okay, die sind alle leer noch. Weil wir waren hier ja schon mal drin. Das sieht vielversprechend aus. Ja. Das hier sind. Und Wummel ist auch im Bett. Frühe AKW-Steinarbeiten. Dann auch dir morgen guten Start in die Woche. Danke dir fürs Reingucken. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja, das habe ich ja noch hingekriegt. Noch was zu tun? Jetzt geht am iPad, ne? Gehen wir. Muss dann. Ja, ja. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Das hier habe ich ja schon gemacht, ne? Hummel hat heute Mega Man 5 mal durchgezockt. Wunderbar. Und zudem erstaunlich gut erhalten. Und ich habe mal hier einen Wolf gesucht. Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akabiri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Ja, ich muss da wohl hin. Au! Das war's. Es bewegt sich. Habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachen. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszukunft zu gehen. Mega Man X, der 5. Teil. Ah, okay. Tempel der Himmelszuflucht. Ich glaube, ich habe mich hier eine Stunde lang oder so einen Kopf zermartert, ne? Oh. Alter, ist das hier duster. Alter, das Ding, das hier, das frisst aber die Seelensteine schon wie nix, oder? Sauberung verbessert. So, hier waren wir dann nicht mehr. Echte Akadiri-Fachreliefs. Beinahe unversehrt. Ich hab hier. Atemberaubend. Hier seht ihr, wie die Akaviri-Handwerker langsam den fließenderen Nordstil übernommen haben. Wir sind wegen Alduins Mauer hier. Richtig, Esbern? Ja, natürlich. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Ich laufe den mal nach. Oh.
Machen wir hier. Ah. Shores Knochen, da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esther, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Und? Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ja, habe ich schon vom Chat gehört. Nein, von so etwas habe ich noch nie gehört. Vielleicht wissen die Graubärte ja mehr. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Vielleicht haben die Graubärte ja recht. Macht kann sehr gefährlich sein. Keine Sorge, ich habe keine Angst vor meiner eigenen Macht. Also, Macht kann gefährlich sein, ja? Aber vor unserer eigenen Macht haben wir keine Angst. Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Ich sollte herausfinden, was Arngeir über diesen Schrei weiß. Ja gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Und mit deinem Geiste blablabla. Auf der dritten Tafel. Die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt.
wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Den haben wir auch schon fertig. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. So, bist du fertig? Ja? Was gibt es? Jetzt können wir mal mit ihm labern. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Habt ihr mir denn überhaupt nicht zugehört? Nur ihr könnt Alduin endgültig besiegen und so das Ende der Welt verhindern. Wenn wir nur herausfinden könnten, welchen Schrei die alten Nord verwendet haben, könntet ihr eine Chance haben. Oder auch nicht. Bei Prophezeiungen gibt es keine Garantie, nur Hoffnung. Schlecht. Habt ihr Ratschläge für den Kampf mit einem Drachen? Ihr habt Glück. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Okay, den brauchen wir nicht. War das alles? Drachentöter, ja. Drachenblut. So. Haben wir hier eigentlich irgendwas? Ey, guck mal. Gold. Toll. Den gusseisernen Ding, da wollte ich nicht. Gold, Holzschale wollte ich auch nicht. Höhlenbärenpelz, Kinderpuppe, Kuhfell. Was braucht ihr, Drachenblut? Was gibt es? Brauchen wir jetzt nicht. Gold. Bälle. Bell, Jugendtunika, Glas, Glas, Gold, Mammutsahn. Gold, Kuhfell, Pelz, die Robe kann's palten. Mädchenkleid, Gold, Orkazahn. Mal diese gusseisernen Dinger hier, ne? Oder ich verbünde dich mit dem Drachen. Was? Geht das? Das ist ja doch meine Aufschlagnummer, oder? So, hey, Bay! Hey, Bruder, komm! Lass uns zusammen die Welt vernichten. Würde ich tun. Ist eiskalt. Braucht ihr etwas? Ja, der Loot hier ist bisher für den Arsch. Der Funzel ist hier irgendwie auch voll für den Arsch. Oh, hier geht's raus. Na denn. Ist eine Zutat, um ihre Eigenschaften zu erfahren. Dadurch verbesserst du die Fertigkeit Alchemie ein wenig. Dum 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 di dum. Wisst ihr, was ich jetzt hier noch geil finde? Also normalerweise mag ich das ja nicht so, aber hier fände ich es tatsächlich irgendwie echt geil.
Der Nebel des Krieges. Fog of War. Dass du halt, wenn du hier auf die Map gehst, dass du halt nicht siehst, sondern dass du halt aufdecken musst. Das fände ich hier irgendwie cool. Wie schier eigentlich. Tempel der Himmelszuflucht. So, wo geht's denn jetzt runter? Markas sind wir schon wieder. Warum genau sagt er, ich muss hier rein? Sprich mit Arngai. Lass doch mal gucken. Aber ich glaube so hier, es gibt keinen offiziellen Weg hier runter, oder? Du kommst hier halt nur runter, wenn er dich runter glitscht, denke ich mal. Und ich sage so, ich hoffe ja so sehr, dass ich endlich mal Bethesda ein bisschen in den Arsch tritt selber. Ein bisschen Kohle in die Hand nimmt. Und eine ordentliche Engine, wo du nicht alle 2 Sekunden einen Ladebildschirm hast, entwickelt. Oder einfach eine andere Engine benutzt. Weil es gibt ja genügend, ne? Ja, Heartless! Bist du da? Alter, warum ist ständig... Ich habe schon wieder rote Dinge hier, sorry. Ich habe jetzt ständig Aussetzer, jetzt sollte die Leitung wieder da sein. Heartless. Hey, du herzloser Rattelhuber. Ich rede auch von der Leitung, du Pfeife. Go! Ach, jetzt hocken sie beide da. Die habe ich gar nicht gelootet. Schande über mein Haupt. Ich muss mal gucken. Eventuell probiere ich irgendwann doch nochmal Fallout 4 aus. Was braucht ihr, Drachenblut? Irgendwie komme ich da halt so gar nicht rein irgendwie. Oh, hier haben wir was. Schild der Klingen. Ja, wir nehmen es mal mit. Gold, Zaubertrank der kräftigen Magika, Klingen, Panzerhandschuhe, Klingenstiefel, Helm der Klingen, Klingenrüstung. Libos! Heyo, vielen Dank für den Raid, willkommen an die Neuen. Na, wie, ihr habt heute Among Us irgendwas gespielt, ne? Reitkolben-Etikett. Was mitnehmen? Drachenfluch? Kaiserliches Schwert? Dann können wir... Oh, puh. Idiot. Ich gebe euch Deckung. Bin maßlos hier. Könnte ich eventuell mal Mods einen Shoutout bekommen? Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Hey yo, Libos, na, wie geht's dir? Wie war dein Stream? War alles schick, hoffe ich doch. So, Streitkolben. Häuserliches Schwert. Dolch. Habe ich nicht gerade irgend so ein der Klinge? Klingenpanzerhandschuhe, Klingenrüstung können wir schon nicht mehr, dann ist die auch voll. Stiefel.
Sie ist auch voll. Ihr geht vor, ich folge. Schi! Mal da drüben, na was? Danke dir, Atlas. Guckt auch gerne mal für die Leute bei mir hier beim guten Levos rein. Ein neues Mitglied bei uns im Feeds Dream Team. Das ist ein ganz nicer Dude. Spielt ab und an auch mal Skyrim, so heißt. Ja, wenn einem Spiel nicht mehr einfällt, der Spielname, was man spielt, ne? So. Ich musste jetzt echt komplett zurücklaufen.